Willkommen zu Sonjas Maschensalat. Mein Urlaub ist jetzt leider schon zu Ende. Also heute ist Sonntag, morgen muss ich wieder raus. Aber es war ein wirklich entspannender Urlaub und ich habe ihn sehr stark zum Stricken genutzt. Anderes konnte man auch bei dem Wetter kaum tun. Die ganze Woche hat es geregnet, bis auf gestern. Gestern hatten wir dann Sonne. Da erzähle ich euch aber später noch, was ich da gemacht habe. Ansonsten ist auch der Januar langsam zu Ende. Und das ist für mich immer so der Moment, wo ich mal zurückgucke, was habe ich im Januar alles gemacht, beziehungsweise habe ich das gemacht, was ich machen wollte und wie soll mein Februar aussehen. Im Januar hatte ich mir vorgenommen, den ersten Workshop zu beenden von Knitstars und meinen Pulli davon zu beenden und das ist mir tatsächlich gelungen. Das ist falsch rum, ist der fertige Pulli. Wieder jetzt nicht so viel davon, aber ich blende euch da noch mal was ein. Er ist super warm. Er ist gestrickt aus der Lana Grossa Nordic Merino Wool. Die ist beim Stricken relativ hart, aber wenn man es gewaschen hat, was ich ja vorher mit der Maschenprobe getestet habe, dann ist es wirklich relativ weich. Relativ, weil ich habe dann gestern, als ich ihn getragen habe, gemerkt, dass es schon noch ein bisschen kratzig ist am Hals gerade, wo der Rollkragen ist. Aber ich bin da nicht super empfindlich. Also ich konnte ihn sehr gut tragen, nur in wärmeren Räumen wird es dann ein bisschen unangenehm. Und ich habe auch viel dabei gelernt, was ja auch für mich Sinn und Zweck der ganzen Aktion ist. Und zwar zum einen eine neue Schulterkonstruktion. Da liegt die Naht da hinten. Das heißt, man strickt erst hinten ein Stückchen vom Pulli. Ich blende euch auch dazu Fotos ein. Dann strickt man nach vorne. Dann in Runden und dann werden die Ärmel angestrickt. Das klingt deutlich komplizierter als es ist. Ich fand dieses Konstrukt sehr interessant und ich weiß, dass das auch in einigen deutschen Anleitungen benutzt wird. Und ich finde es cool und ich würde es auch wieder stricken. Was ich außerdem gelernt habe, was mir komplett neu war, dieser Pulli wird in Runden gestrickt, aber links und rechts, sowohl unter den Armen als auch an den Seiten, wurde eine linke Masche eingearbeitet und die hat man dann im Matratzenstich zusammengenäht am Ende. Das ist dann innen, sieht es dann aus wie so eine Naht. Da. Ja, das gibt dem Ganzen halt nochmal einen speziellen Halt, einen speziellen Fall, was ich hier bei dieser dicken Wolle auch wirklich gemerkt habe, gesehen habe später am Ergebnis, dass es anders gefallen ist in dem Moment, wo ich es zusammengenäht hatte. Würde ich es nochmal machen? Vielleicht. Weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr coole Sache. Was ich auch gelernt oder wiedergelernt habe, ist das italienische Abketten. Sieht man jetzt nicht so stark. Gibt halt so einen schönen runden Abschluss. Ich habe es bei den Ärmeln gemacht. Ich habe es beim Rollkragen gemacht. Aber nicht unten in der gesamten Länge. Da habe ich ganz normal abgekettet mit einer dicken Stricknadel. Weil da wollte ich nicht mit so einem langen Faden hantieren. Aber insgesamt ist es einfach ein schöneres Abkettergebnis. Das muss man halt schon sagen. Ich werde es auch mit Sicherheit nochmal in anderen Projekten einsetzen. Aber wie gesagt, nicht unten, damit es da zu viel ist. Ja, außerdem stand auf meinem Plan, das Sockenpaar von Steven West für den Januar zu beenden. Das ist mir mehr oder weniger gut gelungen. Also das ist die Spiral Splash Socke von Steven West im Rahmen von A Year of Socks 2024, die Januar Socke. Sieht ja erstmal gar nicht schlecht aus. Gut, ich habe die gespannt, mache ich sonst nicht. Deswegen wirkt die groß. Sie ist auch insgesamt ein bisschen größer als die, die ich normalerweise stricke. Wie ich schon mal gesagt habe, Bündchen ist mir zu eng. Also nicht zu eng, aber auch nicht optimal. Werde ich beim nächsten Mal anders machen. Und ich mag die Fersenwand nicht. Die ist graus rechts. Die werde ich auch beim nächsten Mal anders stricken. Sonst fand ich es aber relativ okay. Nur, typisch Sonja, ich dachte dann bei der zweiten Socke, die ein eigenes Muster hat in der Gesamtanleitung, ich dachte, ich wüsste, wie es geht und habe dann das Ganze nur überflogen, was dazu führte. Ihr seht's? Ich habe einen Knick in meinen Spiralen. Es war mir dann egal. Ich habe das gemerkt,
als ich über die Verse hinaus war, dass ich da irgendwas irgendwo nicht so richtig gelesen habe. Aber ich dachte, ich stricke die jetzt fertig, nochmal aufziehen, nur weil ich da einen Knick habe bei Socken, die nur ich sehe. Im Prinzip war mir wurscht. Ich habe jedenfalls mein Januar-Vorhaben damit erfolgreich beendet. Ich hatte für den Januar sonst weiter gar nichts auf dem Plan, auf dem Strickplan, weil ich wollte ja diesen großen Pulli beenden. Aber ich habe im Januar ja tatsächlich noch den Pulli beendet, angefangen und beendet, den ich euch im letzten Video gezeigt habe. Das ist im Prinzip dieser Pulli nur in dunkelblau und habe auch von Steven West diese Bonusanleitung von den Socken noch beendet. Also für mich war das schon eigentlich relativ erfolgreich. Dann im Januar noch so ein paar Favoriten, die ich euch mitgeben möchte, was ich im Januar wirklich gemocht habe. Das sind zum einen die Swivel-Nadelkabel von der Mindful Collection von KnitPro. Das sind Kabel für Nadeln. Ich zeige es euch mal anhand meines neuen angestrickten. Die drehen sich am Nadelende. Also die könnt ihr wirklich, das ist schwierig, die könnt ihr da durchdrehen. So kann man sich ein bisschen vorstellen. Das macht das halt sehr flexibel, wenn es um große Strickteile geht, um Pullis oder auch um Tücher. Das ist wirklich angenehm, weil ihr nicht immer dieses Kabel habt, was sich um sich selbst verheddert oder was euch behindert beim Stricken. Also das sind im Moment meine liebsten Strickkabel. Passen auch auf alle Nadelsysteme, also diese Schraubsysteme von KnitPro drauf. Also auch auf die Symphonie und die Zing. Ich benutze sie mit den Zing-Nadeln und auf die Mindful Collection sowieso. Ja, kann ich euch wirklich, wirklich ans Herz legen. Bekommt ihr überall, wo ihr KnitPro bekommt. Was sich auch noch als sehr hilfreich erwiesen hat im Januar, ist mein kleiner Reihenzähler. Das ist gar nichts Besonderes. Das ist so ein kleiner, man kann ihn auf dem Finger stecken, mache ich jetzt nicht. Immer beim Stricken, ich lege den meist nur daneben. So könnte man ihn auf den Finger stecken. Aber ist halt klein, handlich. Man muss nur aufpassen, dass niemand es einfach weiter klickt und dann die Runden nicht mehr stimmen. Aber ansonsten finde ich das wirklich sehr, sehr gut. Was mir im Januar außerdem gefallen hat, war mein Abo-Buch von Bücherkönig. Das heißt Das Glück im Sternbild Zebra. Das ist ein echtes, echtes Wohlfühlbuch. Das kann ich euch sehr ans Herz legen. Es geht um einen Immobilienmakler in Paris, der entdeckt eines Tages ein Teleskop bei einer Wohnungsaufräumaktion, die er da machen muss. Und wir erfahren jetzt die Geschichte von dem Mann, dem dieses Teleskop gehört hat, der unterwegs war, um den Durchgang der Venus vor der Sonne zu fotografieren auch. Der war in einem königlichen Auftrag unterwegs und hat im Prinzip auch unterwegs sein Glück gesucht. Und Xavier findet dieses Teleskop und findet auch mit dem Teleskop sein Glück. Es ist wirklich sehr, sehr liebevoll geschrieben. Es hat Spaß gemacht. Es hat richtig, richtig Spaß gemacht, es zu lesen. Also das kann ich euch sehr empfehlen, ist von Antoine Laurent, Das Glück im Sternbild Zebra. Das war so im Prinzip mein Januar. Ich habe aber im Januar auch noch etwas begonnen, was aber schon Pläne für meinen Februar sind. Die Februarpläne sehen nämlich folgendermaßen aus. Ich möchte jetzt den nächsten Workshop machen, und zwar Colorwork. Ich mache jetzt nicht die Anleitung direkt aus dem Workshop, weil die, wie ich euch schon erzählt habe, mit Let Lopi gestrickt wird und mit einem Garn, was dann auch noch nicht für Anfänger unbedingt gut ist. Deswegen hatte ich mir ja von Drops Design ein Muster rausgesucht und auch die Wolle Drops Air dafür bestellt. Und ich habe tatsächlich damit begonnen und bin schon durch den Colorwork-Teil durch. Hier seht ihr, das ist so, ja, sie nennen es Mary Stars. Ich würde es auch als Schneeflocken sehen. Es ging leichter, als ich dachte. Deswegen bin ich auch relativ schnell jetzt schon in meinem Urlaub damit durch. Also diese erste Sternenreihe hier oben, das war super fix, weil es einfach wenig Maschen waren. Dann hat man aber, weil es ja eine Rundpasse ist, immer noch Maschen zugenommen. Und bei der letzten Sternenreihe hat sich es dann etwas gezogen, muss ich ehrlich zugeben. Also
da war ich dann froh, wenn immer so eine Runde rum war. Und ich habe mich auch so lange dran gesetzt, dass mir dann die Hand schon wehtat, weil ich habe im Moment die Technik, dass ich einen Faden wie immer links halte und den anderen dann von rechts werfe. Das ist noch nicht super effizient bei mir. Ich weiß auch nicht, ob es auf Dauer die richtige Technik für mich ist. Das werde ich noch ausprobieren. Ich gucke da immer noch Videos und probiere noch ein bisschen. Das war aber jetzt das, was hier erstmal relativ gut funktioniert hat. Ich denke, wenn man sich das innen mal anguckt mit den Floats, dass das auch schon, ja doch, ihr seht was, dass das eigentlich für den Anfang auch gar nicht schlecht ist. Ich hatte zwischendurch auch mal probiert Colorwork dann mit Sockenwolle, habe ich aber schnell wieder gelassen, weil da kommt es tatsächlich sehr stark darauf an, wie gut ihr die Spannung haltet. Das habe ich dann sehr schnell gemerkt, aber für den Pulli habe ich im Vorfeld natürlich auch noch Maschenproben gemacht. So, das sind Maschenproben. Die erste Maschenprobe hatte ich gemacht mit den Sinfonie von Knit Pro, also dem Birkenholz, dem polierten Birkenholz, und stellte dann fest, da ist mir die Maschenprobe insgesamt ein bisschen locker, aber es lief halt sehr gut über die Nadel. Also war eigentlich meine bevorzugte Nadel, aber ich habe mich dann später doch dagegen entschieden. Ich hatte noch mit der Mindful eine Maschenprobe gemacht. Da fand ich das Metall schon besser für die Wolle, aber ich fand die Spitze zu spitz. Ich bin dazwischen gegangen, es hat halt gesplittet. Und ich hatte eine Maschenprobe gemacht mit Nessing, aber hier mit einer kleineren Nadelstärke. Habe dann gemerkt, die Nadelstärke, ich muss hochgehen in der Nadelstärke, aber ich mag die Singnadel für die Wolle lieber. Und habe dann letzten Endes die Sing genommen. Das sind die Edelstahlnadeln von Knit Pro. Und da sind meine Pläne halt, dass ich diesen Pulli beende. Jetzt im Februar, der da kommt. Dann möchte ich das zweite Sockenpaar beenden von Steven West. Das ist noch nicht draußen, noch nicht erschienen. Da bin ich gespannt, wie das wird. Und dann möchte ich auch den Ranunculus noch beenden. Weil ich ja da keine Ärmel stricke oder nur kurze Ärmel, sollte das auch noch machbar sein. Ich habe bis jetzt nicht weiter dran gestrickt. Der liegt noch irgendwo, weil ich ja auch noch ein anderes Projekt spontan begonnen habe, nämlich, was ich euch vorhin schon mal kurz andeutungsweise gezeigt habe. Das ist der Beginn vom Vertice Unite von Steven West. Der hat das Muster gerade überarbeitet. Und das gefällt mir schon sehr lange sehr gut. Das ist auch der einzige Shawl von Steven West, der mir gefällt. Und den stricke ich jetzt aus Alpaka Socks von Lang. Ich habe auch noch andere Farben natürlich dafür, die zeige ich euch, wenn sie dann da hineinkommen. Sonst habe ich für den Februar keine großen Pläne. Ich weiß, dass mir auch wieder Projekte dazwischen kommen, vermutlich Sockenprojekte. Ich habe meine Abo-Wolle schon gewickelt. Ich will mir auch nicht zu viel vornehmen. Mein Februar ist zwar noch recht entspannt, was meine Termine angeht. Ich habe eigentlich gar keine Termine für den Februar im Moment. Ich habe halt nur einen arbeitsreichen Monat und das wird auch sich auf meine Energie fürs Stricken niederschlagen. Das ist halt so. Aber ich denke, mit den Projekten, die ich mir vorgenommen habe, werde ich hier schon durchkommen, zumal der Colorwork-Teil vom Pulli ja schon im Prinzip fertig ist. Gekauft habe ich im Januar oder beziehungsweise in der letzten Woche auch noch ein bisschen. Ich hatte euch ja schon erzählt, dass ich vom Mondschaf den Terry Pratchett Club fürs erste Quartal bestellt hatte. Und die Lieferung kam jetzt und ich habe den Januarstrang geöffnet. Und das ist dieser. Das ist aus der Terry Pratchett World Luggage. Musste ich erstmal wieder nachschlagen. Es ist schon sehr lange her, dass ich die Terry Pratchett Bücher gelesen habe. Das ist Ruhe und Ruhe ist in einigen Stories dabei. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr so richtig an Ruhe erinnern. Aber ich finde die Färbung an sich sehr schön mit den Brauntönen und den Rot-Rosa-Tönen. Möchte ich auch unbedingt demnächst noch wickeln. Wobei mein Wollwickler letztens ein bisschen zickte. Ich hoffe, der gibt den Geist nicht auf, aber der ist ja relativ schnell wieder zu bekommen. Und dann war ich gestern am Samstag, als das Wetter bei uns so schön war, mal wieder in Homburg. Das ist nicht weit von Saarbrücken entfernt. Da gibt es nämlich auch ein Wollgeschäft. Da gibt es die Welt der Wolle. Und da war ich jetzt schon ewig nicht mehr. Die Welt der Wolle führt
das gesamte, eigentlich das gesamte, so hat sie es mir erzählt, Langsortiment. Das heißt, man hat wirklich die Möglichkeit, jede Qualität mal zu gucken, zu fühlen. Und das fand ich halt schon sehr spannend. Ich habe da auch noch eine andere schöne Wolle gesehen, die ähnlich ist wie die Phoenix. Heißt die Orion? Ich weiß es nicht genau, wie sie heißt. Ich habe es auch vergessen, müsste ich jetzt nachschlagen. Die kannte ich auch nicht. Oder die Regina heißt sie, glaube ich, die Wolle. Die fand ich auch sehr spannend. Aber ich habe mir erstmal nur für das Tuch hatte ich mir die Alpaka Socks mitgenommen und habe außerdem noch, das hat sich verhakt, die neueste Sockenwolle von Lang aus der Kollektion Lang Socks. Die heißt Mixtape Socks. Das ist schwarz mit so ein paar farblichen Einschlüssen drin. Erkennt man ja so ein bisschen, fand ich eigentlich nicht schlecht, mal so eine dezentere Farbe zu haben mit ein paar farbenfrohen Akzenten. Und was ich auch noch nicht kannte, was ich mitgenommen habe, ist aus der Kollektion Wool Addicts. Das ist auch eine Sockenwolle. Das sind typische Zusammensetzung. 75 Schurwolle, 25 Polyamid und hat 400 Meter auf 100 Gramm. Und die fand ich auch, die Farbe ist sehr hübsch. Da gab es auch noch eine Ecke anderer Farben. Aber ich habe mich dann für diese entschieden und hatte dann wirklich einen schönen Tag in Homburg. War ganz nett. Ich bin da auch noch in ein anderes Kreativgeschäft gegangen. Homburg ist jetzt nicht super attraktiv im Saarland, aber es gibt so ein paar kleine nette Sachen. Und ich gehe jetzt dann ab April, Mai auch wieder auf den Flohmarkt. Das ist der größte im Südwesten. Der findet an jedem ersten Samstag im Monat statt. Und da sind bis 1500 Händler und Neuware ist nicht erlaubt. Also der ist sehr, sehr cool, wenn ihr mal in der Nähe seid und ihr mögt Flohmärkte. Schaut es euch an. Es ist ein Erlebnis und ich freue mich da auch wieder drauf. Und dann werde ich auch häufiger mal wieder in Homburg zu finden sein. Ja, sonst haben wir in der Urlaubswoche jetzt wirklich wenig machen können gemeinsam, Frank und ich, weil es halt auch tatsächlich das Wetter nicht toll war. Aber wir waren nochmal im IKEA in Saint Louis und der ist eigentlich nicht so weit von uns weg. Wir haben uns allerdings einen blöden Tag ausgesucht mit dem Stau auf der Autobahn und natürlich auch durch die Stadt, wo ich den Umweg fahren wollte, sind halt auch fast alle gefahren und entsprechend lang haben wir gebraucht. Aber ich habe Kissenhülle gefunden. Die finde ich mega. Ich habe die auch noch in Gelb. Ja, ich wollte eigentlich Kissenhüllen häkeln oder stricken, aber die fand ich jetzt so cool, dass ich die direkt mal mitgenommen habe. Ich halte euch auf dem Laufenden, wie es mit meinen Projekten weitergeht. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal, eure Sonja.